Herzlich willkommen bei DAS. Bei mir auf dem roten Sofa als Patin heute in dieser wunderbaren Stadt. Heute verwöhnt uns schon den ganzen Tag die Sonne. Entertainerin, Schauspielerin, Sängerin, Moderatorin Edwina De Potter. Herzlich willkommen, Edwina. Einen schönen guten Abend in Duderstadt. Hallo, Edwina. Edwina, jetzt habe ich über dich gelesen, dass du tatsächlich ein großer Erdbeer-Fan bist und jeden Tag ein Stück, und das ist nicht gelogen, Erdbeerkuchen isst. Mindestens ein Stück, und darum werden wir heute auch gewinnen. Das steht schon mal ganz fest, Hinak. Wo lässt du denn diese Erdbeeren? Außer jetzt an deinem Revier und an deinem Finger. Ja, ich bin natürlich sehr, sehr schön dekoriert heute für uns, wenn Sie mal schauen mögen. Also hinten im Haar hier. Und überall. Oh, ich bin die Wolkenwegschieberin, also falls es eine Wolke wagt, alles für unser Glück, für Duderstadt. Ja, wo lasse ich das? Ich jogge viel und ansonsten mache ich auch so ein bisschen. Du gibst auf der Bühne alles, das zählt natürlich auch die Kalorien. So sieht das aus. Wir werden nachher noch von dir einiges hören, Edwina. Ja, freue ich mich drauf. Edwina, du warst durch Zufall gerade in der Nähe, weil du warst in Kassel. Was hast du da gemacht? Du warst im Studio. Ja, ich arbeite an meiner Show Viva la Diva. Oho. Und da habe ich ein paar Songs komponiert. Und da war ich gerade in der Nähe, ganz genau. Und da haben wir uns gedacht, dann kannst du nochmal vorbeikommen hier in Duderstadt. Genau. Normalerweise wohnst du in Hamburg, bist auf dem Weg nach Hamburg gewesen. Deine CD, Kein Weg zu weit, Edwina De Potter, das ist das aktuelle Album von dir. Du bist eine sehr, sehr begabte Künstlerin und alles hat angefangen mit Mama. Ja. Erzähl mal, du hast das immer nachgetrellert früher. Ja, das stimmt. Also so wie viele andere Kinder auch, habe ich natürlich auf Spielplätzen getanzt und gespielt. Und das Springseil war mein Mikrofon. Und damals sang ich tatsächlich von Heintje, Mama, du sollst doch nicht um deinen Jungen weinen. Da wusste ich noch nicht, ob ich Mädchen oder Junge bin. Und in jedem Fall öffnete sich ein Fenster, so wie hier in diesem wunderschönen Fachwerkhaus. Und eine ältere Dame, die rief, wer bist du denn? Was machst du denn da? Du singst ja schön. Und dann sagte ich, ja, ich bin Edwina. Und dann meinte sie, du wirst bestimmt mal Sängerin. Und das hat sich bei mir so eingeprägt. Und daraus ist eine hervorragende Sängerin geworden. Edwina De Potter heute Abend in Duderstadt. Edwina De Potter, unser Pate heute in der Sendung aus Duderstadt. Danke, dass du hier bist, Edwina. Ich freue mich. Dass du unsere Mannschaft so anfeuerst. Du bist Moderatorin, du bist Entertainerin, Sängerin. Und das mit der Sängerin. Da hast du dir natürlich was ausgedacht, was Passendes, was heute sehr, sehr gut passt zu unserer Aufgabe, wer baut den längsten Erdbeerkuchen in Ratzeburg. Da sollte man jetzt, glaube ich, mal ganz aufmerksam zuhören. Wir versuchen es mal auf die charmante Art und Weise mit Bettina, oder? Genau, Hinak. Wir haben eine Botschaft für Bettina. Bettina, hör gut zu. Rote Erdbeeren sind so lecker. Rote Erdbeeren sind gesund. So rot, so rund und wohlgeformt, so wie Bettinas Mund. Wir haben den längsten Kuchen hier in Duderstadt. Dass wir gewinnen, ist doch klar. Bettina, wir machen dich platt. Dass wir gewinnen, ist doch klar. Bettina, wir machen dich platt. Ich möchte sagen an dieser Stelle, vielen Dank, Edwina De Potter. Komm, wir gucken mal beide gemeinsam lächeln. So sieht dieses Gesicht aus, was eben diese tolle Botschaft Richtung Ratzeburg gegeben hat. So sieht Edwina De Potter aus. Bettina, merkt ihr das? Gegen uns beide. Und wir sind eben wirklich ein super Typenpaar. Habt ihr natürlich keine Chance. Holger, erzähl doch mal. Oh Mann, es wurde alles gegeben, am Ende wurden nur noch die Erdbeeren raufgeschüttet, wie wild. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es sind... Mit Auge zudrücken sind es 6,30 Meter, also leider nicht ganz genug hier. Ratzeburg hat das Rennen gemacht. Ratzeburg hat das Rennen gemacht, na gut. Ey, jetzt kommt die Melodie, Gott sei Dank, jetzt ist es zu Ende. Ist aber ganz schön kalt.